Und jetzt begeben wir uns jenseits des großen Teichs in ein Land, wo die Menschen lieber einen Ball im Korb versenken, das Surfbrett einpacken oder ein ovales Ei werfen, als das runde Leder zu jagen. Hier treffen wir einen Mann, der eine Revolution im Schilde führt. Letztes Jahr stand er mit seinen US-Boys im WM-Achtelfinale. Jetzt will er die Vereinigten Staaten zu einem Fußballland machen. Also ich glaube, die USA ist schon ein Fußballland. Also der Fußball ist hier millionenfach gespielt. Er ist noch nicht so erfolgreich wie Deutschland, Spanien oder Brasilien, aber er ist schon ein Fußballland. Aber er teilt sich diese Anerkennung oder halt diese Aufmerksamkeit mit den ganz großen amerikanischen Sportarten, Baseball, American Football und Basketball und auch Eishockey. Und er wird weiter an die heranwachsen und irgendwann hat er einen ganz wichtigen Bestandteil, den hat er auch schon. Deswegen, jetzt geht es einfach nur darum, die nächsten Stufen draufzusetzen und international sich immer mehr Respekt einzufahren. Los Angeles im Januar 2015. Hier am Strand treffen wir keinen einzigen Kicker. I only know maybe Pele from a long time ago. I couldn't tell you any of the names now. It doesn't work with our national psyche. We need to have timeouts and plays, and we need to have plenty of time for people to talk about what just happened and what's about to happen before things actually do happen. That's what we like. So, I don't know. I don't think there's anything wrong with soccer. I think we're just weird. I think soccer definitely takes a lot of skill. I think maybe if the focus was more on that, we would embrace it more. But like you said, Americans are hard-headed. They just want to see people get tackled. It's boring. Also ich glaube, ich war 19, als ich zum ersten Mal hier rüberkam mit den Stuttgarter Kickers. Es war mehr so ein Urlaubstrip nach der Saison und hatten zwar auch Freundschaftsspiele gemacht, aber der Fußball war eigentlich komplett unsichtbar. Dann natürlich kam ich immer wieder zurück in Urlaub in die USA und dann irgendwann später habe ich eine amerikanische Frau kennengelernt und jetzt lebe ich seit über 17 Jahren schon hier. Und das zu beobachten, wo der Fußball war vor vielleicht 30 Jahren und wo er heute ist, ist einfach ein kleines Märchen. 2011 übernimmt Klinsmann die US-Boys. This is a big moment for me personally too, for us as a family. And I'm really proud that I get that opportunity to be part of the future of US Soccer. Nach Startschwierigkeiten wird Klinsmann mit den USA 2013 Nordamerikameister. Doch was der Auftritt seines Teams bei der WM 2014 bewegen würde, hätte niemand für möglich gehalten. Ich glaube, das Wichtigste war, dass der Amerikaner bei dieser WM gesehen hat, wie emotional Fußball sein kann, wie es alle Leute verbinden kann. Und wenn sie das natürlich bei dem Public Viewing oder in einer Sportbar oder irgendwo miterleben, wo sie alle miteinander sind oder im Stadion, wo sie das miteinander feiern oder diese Auf- und Abs dann erleben, das verbindet die Menschen. Und ich glaube, das so 2014 war dieser Durchbruch da, der emotionale Durchbruch bei der amerikanischen Bevölkerung, dass Fußball ein richtig geiles Spiel ist. USA, USA, wir hatten die größte Anzahl an Fans in Brasilien, außer Brasilien. Und wir waren überall präsent, also wir hatten halbe Heimspiele, egal wo wir gespielt haben. Und diese Identifikation in dem Ausmaß hat es noch nicht gegeben bis zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, dass dann auch diese Bezeichnung richtig war, nach der WM zu sagen, der Fußball hat es geschafft, er ist angekommen in den USA. Aber das Schöne ist auch, er ist nach wie vor sehr entwicklungsfähig. Also wir haben noch einen langen Weg vor uns. Jetzt brauchen wir halt noch natürlich einige Jahre, um das weiterzuentwickeln und hoffentlich eines Tages mal in die letzten vier zu kommen bei einer WM. Das ist unser großes Ziel. Mit Revolutionen kennt Klinsmann sich aus. 2004 begann er als Bundestrainer den DFB vom Kopf auf die Füße zu stellen. Seine neuen Fitnessmethoden und Mentaltrainer wurden erst belächelt. Heute arbeitet jeder Bundesligist so. Klinsmanns Assistent und Nachfolger Jogi Löw wurde mit fast dem gleichen Trainerteam jetzt Weltmeister. Was ich einfach gerne sehe, ist Entwicklung. Ne? Und ob das jetzt mit dem DFB damals oder egal wo, es hat eine Entwicklung stattgefunden. Die Entwicklung findet jetzt gerade statt in den USA bei uns. Eine sehr spannende Entwicklung, viel anders als es Deutschland da war Richtung 2006. Und einfach Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen, ist für mich ein Privileg.
Klinsmanns deutsche Revolution gipfelte 2006 im Sommermärchen. Als Spieler war er Welt- und Europameister. Als Trainer schenkte er den Deutschen zur Heim-WM nicht nur attraktiven Offensivfußball, sondern ein ganz neues Deutschlandbild. Wir haben gesagt, das ist die einzigartige Chance, ein neues Deutschlandbild zu zeigen, weltweit. Aber es war unser großes Ziel auch, dass eine Identifikation stattfindet zwischen der Bevölkerung, dem Fußballfan, und in Deutschland ist jeder Fußballfan, und seiner Mannschaft. Und ich als jemand, der eigentlich seit 98 im Ausland lebt oder so auch zuvor schon in meiner Karriere meist im Ausland war, wurde so oft damit konfrontiert von Leuten, die dieses Sommermärchen eigentlich als Ausländer erlebt haben bei uns und nur noch Komplimente gegeben haben für dieses weltoffene, internationale, mehrsprachige Deutschland, die er gegeben hat, wo ich dann richtig gesagt habe, jo, egal ob du jetzt Dritter wurdest oder Erster, ich wäre gerne Erster geworden schon, aber diese WM hat viel mehr signalisiert als eigentlich nur den Sport. Wenn Klinsmann etwas anfasst, dann richtig. Beim Wintercamp seines Nationalteams mischt er Nachwuchsspieler und WM-Helden, arbeitet konsequent an der Zukunft des US-Fußballs. He basically has the older guys competing with the younger guys, which is really cool to see like newer faces, which I don't remember seeing before. It's kind of funny to see how aggressive they are playing against each other, which is, I feel like, something the US needs if they want to continue, you know, getting that push forward to becoming world champions in the next 4 years. Beim Training sieht man auch Mädchenteams. Klinsmann hat keine Scheu, auch von den erfolgreichen US-Fußballfrauen zu lernen. Frauenfußball ist deswegen unglaublich populär und wird gespielt 50% Frauen, 50% Männer, weil es hier ein Gesetz gibt, das vor über 40 Jahren eingeführt wurde, dass in den Universitäten oder den Highschools genauso viel Stipendien für Mädchen als auch für Jungs gegeben werden müssen. Da es aber im Mädchenbereich kein American Football gibt und im American Football-Bereich so circa 100 Stipendien pro Uni wegfallen, hat es natürlich einen riesen Zulauf dann für alle anderen Mädchensportarten oder Teamsportarten gegeben. Und deswegen ist der Fußball für die Mädchen so populär und auch so gut. Die sind richtig gut, die Mädels. Mit seiner Nominierung zum Fußballbotschafter unterstützt Klinsmann ein Projekt der US Soccer Foundation. Benachteiligte Kinder in El Monte im Norden von Los Angeles bekommen Training und eigene Fußballplätze. Menschen für den Fußball begeistern, neue Strukturen schaffen. Das war schon immer Klinsmanns Credo. Man muss die Menschen so nehmen, wie sie sind. Und man muss diese Toleranz aufbauen. Und die Toleranz letztendlich hilft dir nicht nur im Umgang mit dem Menschen, der dir vielleicht neu ist, sondern er hilft dir auch im Umgang mit dir selbst. Ja? Also ich hatte meine Lehrjahre sicherlich im Ausland, wo ich immer gedacht habe, es muss jetzt so oder so sein. Ja? Es muss einfach so sein, bis ich dann irgendwann kapiert habe, nee, so ist es halt nicht. Ja? Die Menschen dort sind anders. Also besser verändere ich mich, weil die Millionen anderer Menschen werden sich nicht wegen mir verändern. Wie immer hat sich Jürgen Klinsmann eine Menge vorgenommen. Und er ist noch lange nicht fertig.